Hallo zu den magischen Neu- und Gratis-Games. Ich dachte, ich probiere das mit dem Heißgetränk, was Natascha immer sagt, dann hat das in der Tasse. Deswegen ein kleiner Gag, aber schön, dass ihr da seid. Zu der Vorschau aller Spiele, die diese letzte Woche erschienen sind, die kommende Woche erscheinen und die ihr am Wochenende gratis spielen könnt. Wir fangen wie immer an mit den Highlights der vergangenen Woche und die wurden überschattet von einem dämonischen Re-Release. Kena Bridge of Spirits, das Action-Adventure aus dem Hause Ember Labs, kennt ihr wahrscheinlich hauptsächlich wegen der kleinen, wirklich drolligen Rod. Doch hinter der niedlichen Fassade steckt nicht nur eine mitreißende Geschichte, sondern auch ein knallhartes Kampfsystem. Wer Kena in den höheren Schwierigkeitsgraden spielen will, sollte sich warm anziehen, da sind sich Kritiker wie Spieler einig. Auch die Qualität der Animationen wurde seit dem Release am 21. September durchgehend gelobt. Kein Wunder, die Rod, Kena und die Welt um sie herum sind eben wirklich großartig inszeniert. Einzig die Story und die Länge sorgen für unterschiedliche Reaktionen. Den einen sind die 12 bis 15 Stunden zu kurz, den anderen genau lang genug. GameStar und GamePro vergeben im Test jeweils 87 Punkte. 20 Jahre nach dem Original bringt Blizzard eines der besten Action-Rollenspiele aller Zeiten zurück. Neben der runderneuerten Grafik mit höheren Auflösungen, dynamischer Beleuchtung, besseren Animationen und neuen Modellen gibt's außerdem auch neue Funktionen wie eine Gamepad-Steuerung. Neben dem PC erscheint Diablo 2 Resurrected nämlich auch für Xbox, PlayStation und Switch. Zwar fehlen dem ansonsten inhaltsgleichen Spiel nennenswerte neue Impulse, im GameStar-Test schneidet Resurrected aber trotzdem gut ab. Takayuki Yagami ist zurück. Wer? Naja, der Held der Judgment-Reihe. Welche Reihe? Na, das Spin-Off zur Yakuza-Serie. Während das Gangster-Epos mittlerweile Richtung RPG samt rundenbasiertem Kampfsystem abgedriftet ist, bleibt Lost Judgment dem alten Spielgefühl treu. Diesmal muss sich Yagami mit einem schier unmöglichen Verbrechen herumschlagen. Ein Mann soll zwei Vergehen gleichzeitig begangen haben, aber das geht ja nicht. Lost Judgment ist eine konsequente Fortsetzung, die im Grunde mehr von allem bietet und das in besser. Nur die Handlung ist zuweilen zäh und etwas unfokussiert. Trotzdem hat das Action-Adventure 85 Punkte von GamePro bekommen und heimst auch international durchweg positive Wertungen ein. Und damit haben wir die Vergangenheit ad acta gelegt. Wir blicken in die Zukunft, denn auch kommende Woche gibt es wieder einige spannende Releases. Hier eine Auswahl daraus. Incoming Fire! Los geht's mit New World, das endlich am 28. September für den PC erscheint. Das MMO von Amazon hatte eine etwas holprige Entwicklungsgeschichte und wurde mehrfach verschoben. Nach mehreren erfolgreichen Testphasen ist es ab Dienstag dann für alle verfügbar. Der kleine Kurzkopf-Gleitbeutler Karl gleitet geschmeidig durch den Wald und muss sich dutzender verschiedener Gefahren erwehren. Wer sich jetzt wundert, was das sollte, Away the Survival Series steckt uns eben nicht nur in die Haut eines Sugargliders, sondern will auch richtiges Natur-Doku-Flair verspüren, inklusive Sprecher aus dem Off. Ein allzu realistisches Abenteuer solltet ihr aber nicht erwarten. Los geht's am 28. September auf PC und PlayStation. Und ebenfalls am Dienstag startet Lemnis Gate auf PC, PlayStation und Xbox. Dabei handelt es sich um einen, wie die Entwickler versprechen, revolutionären, rundenbasierten Strategie-Ego-Shooter in einer Zeitschleife mit vierdimensionalen Kämpfen. Im First-Person-Horror-Adventure in Sound Mind wacht Therapeut Desmond in einem verlassenen Gebäude auf und findet neben fragwürdiger Interior-Design-Entscheidungen zahlreiche Kassetten mit Aufnahmen seiner eigenen Therapiesitzungen mit unterschiedlichen Patienten. Jede Kassette lässt ihn in die Psyche des jeweiligen Patienten eintauchen und dort freuen sich nicht alle über die Anwesenheit des Doktors. Nach und nach lösen wir Rätsel, stellen uns Bosskämpfen und entdecken mit jeder Kassette neue Spielmechaniken. Lasst mich kurz aus meiner neutralen Sprecherrolle raustreten, um euch zu sagen, dass Outer Wilds eines der besten Spiele aller Zeiten ist. So, jetzt neutral weiter, denn Outer Wilds wird erweitert um neue Geheimnisse, die man im DLC Echoes of the Eye in einem kleinen Sonnensystem, das in einer Zeitschleife feststeckt, aufdecken muss.
Wenn Ghost Runner am Dienstag noch für PlayStation 5 und die neuen Xbox-Konsolen veröffentlicht wird, liefert die Next-Gen-Version nicht nur verbesserte Grafik mit Raytracing und kürzeren Ladezeiten. Es sind auch alle bislang veröffentlichten kostenlosen DLC-Inhalte sowie neue Schwierigkeitsgrade und ein Horde-Modus dabei, die zuletzt auch für die anderen Plattformen rauskamen. Nach etlichen Verschiebungen kommt der Multiplayer-Shooter Insurgency Sandstorm endlich doch noch für PS4 und Xbox One. Auf dem PC hat sich das Spiel seit seinem ursprünglichen Release 2018 zu einem absoluten Highlight unter den Taktik-Shootern entwickelt. Drücken wir also die Daumen, dass die Konsolenversion sauber umgesetzt wird und nicht erst etliche Updates braucht wie damals auf dem PC. Wer auf PlayStation oder Switch spielt, darf Neo The World Ends With You schon seit Juli genießen, ab dem 28. September gibt es es dann aber auch für den PC im Epic Game Store. Das Action-RPG ist die Fortsetzung des 2007 erschienenen The World Ends With You, geschlüpft in die Rolle von Rindo, der gezwungen wird, im Spiel der Reaper um Leben und Tod zu kämpfen. 7 Tage haben wir Zeit, das Spiel zu gewinnen und zu überleben, wenn wir das nicht schaffen, nun. Der Puzzle-Side-Scroller A Juggler's Tale lässt uns im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund die Fäden ziehen, denn unsere Hauptfigur und alles, was sich bewegen lässt, wird wie eine Marionette mit hauchdünnen Seilen gesteuert. Das Adventure glänzt vor allem mit einer ungewöhnlichen, aber sehr schicken Optik und einem talentierten deutschen Erzähler. Doch das Abenteuer ist kurz, aktuell rechnet man mit etwa 2 Stunden Spielzeit. Hot Wheels Unleashed soll nicht nur der Rennspaß mit den kleinen Spielzeugautos von Mattel auf PC und Konsolen erlebbar machen, ihr könnt auch eure eigenen Strecken bauen und dabei auf viele Bauteile mit Spezialfunktionen zurückgreifen, die das Rennspiel-Gameplay beeinflussen. Außerdem wird es nach dem Release etliche Erweiterungen geben, die Fahrzeuge von bekannten Marken wie BMW, den Turtles, Barbie oder Batman ins Spiel bringen. Die Neuauflage des Xbox Arcade-Klassikers Toy Soldiers von 2010 sollte eigentlich schon früher im September veröffentlicht werden, wurde aber verschoben. Jetzt kommt das Remaster, das alle DLC-Inhalte des Originals und einige Verbesserungen bei der Grafik und dem Gameplay liefert, kommt am Donnerstag. Auch Industria hat einige Verschiebungen auf dem Buckel, aber das hat dem storylastigen Ego-Shooter hoffentlich nur geholfen. Schließlich konnte das kleine Indie-Entwicklerteam in den letzten Monaten wachsen und so bestehende Inhalte nochmal verbessern. In Industria geht es im Jahr 1989 in Ost-Berlin in eine parallele Dimension, wo ihr gegen Roboter kämpft und im Stil von Half-Life 2 auch Umgebungsrätsel lösen müsst, um dem Geheimnis dieser Welt auf die Spur zu kommen. Wer die Trephum, die flötennasigen Figuren aus The Eternal Cylinder zum ersten Mal sieht, findet sie vielleicht etwas befremdlich. Was aber, wenn wir euch verraten, dass sie in einer Welt leben, in der eine riesige Walze alles niederwalzt, was sich ihr in den Weg stellt und die Trephum deswegen auf ihrer Flucht sehr kreative Wege durch die Welt finden müssen. Jede der Flötennasen hat ihre eigenen Fähigkeiten, die bei Bosskämpfen, Rätseln und der Suche nach Nahrung von Vorteil ist. Wer ihnen helfen will, der Walze zu entkommen, kann das ab dem 30. September tun. Pro Evolution Soccer heißt jetzt nur noch eFootball und ist free to play. Es erscheint am 30. September für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und die Series und soll im Winter außerdem auch für iOS und Android rauskommen. Der Entwickler verspricht vollen Crossplay-Support direkt ab Release über die Generationen und etwas später auch über alle Plattformen hinweg. Im Laufe der Zeit soll es sowohl neue kostenlose Updates als auch kostenpflichtige DLCs geben, wie neue Ligen, neue Clubs und mehr. Einen Tag später erscheint direkt der große Konkurrent FIFA, ebenfalls für PlayStation, Xbox, PC sowie Stadia und in einer abgespeckten Version für die Nintendo Switch. In den Genuss der neuen, superrealistischen Hyper-Motion-Technologie kommt ihr allerdings nur auf den Next-Gen-Konsolen. Es ist mir ein bisschen peinlich, Leute, aber es gibt diese Woche gar nicht so viele kostenlose Spiele, aber deswegen habe ich ein paar rausgesucht, die schon eine Weile länger kostenlos gibt, wo ihr aber jetzt wieder reinschauen könntet. Aber ein paar Gratis-Spiele habe ich doch gefunden und die sind trotzdem ziemlich cool. Hier kommen sie. Im Epic Game Store gibt es diese Woche The Escapists geschenkt. Dabei handelt es sich um ein witziges Strategie-Adventure, in dem wir versuchen müssen, aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Aber aufgepasst, die Wachen checken, wenn ihr euch verdächtig verhaltet. Ihr müsst neben euren Ausbruchsplänen also versuchen, euch wie alle anderen zu verhalten. Wenn ihr es bis zum 30.09. eurem Account hinzugefügt habt, dürft ihr es für immer behalten. Auf Steam ist dafür diese Woche das kostenlose Adventure If on a Winter's Night 4 Travelers vom zweiköpfigen Entwicklungsteam Dead Idle Games erschienen.
Hinter dem sperrigen Titel und der Pixeloptik versteckt sich eine toll geschriebene Story mit vier verschiedenen Charakteren, die über vier düstere und mysteriöse Akte erwachsene Themen wie Leidenschaft, Trauer und Zorn behandelt. EVE Online gibt schon seit bald 18 Jahren, neu ins Spiel gekommen ist diese Woche aber ein komplett überarbeiteter Einstieg. Diese New Player Experience, kurz NPE, soll Anfänger behutsam in das komplexe Weltraum-MMO einführen, das war bisher nämlich eher sperrig. Im Rahmen der NPE schließt ihr euch der Corporation Association for Interdisciplinary Research, kurz AIR, an und erlebt als frischer Klon das Kapselpilotenprogramm inklusive extra dafür geschriebenen Story-Sequenzen. EVE Online ist in seiner Basis Free-to-Play, nur für bestimmte Features müsst ihr später einen kostenpflichtigen Zugang kaufen. Und auch CSGO ist ein echter Oldie, den es auch schon seit einer Weile Free-to-Play gibt. Diese Woche ist aber das neue Operation Riptide Update erschienen, das nicht nur Veränderungen am Waffenbalancing und bestehenden Karten, sondern auch die neuen Maps Bazaar, County, Ravine, Extraction und Insertion 2 bringt. Neben der neuen Private Queue gibt's außerdem neuerdings auch Matches mit nur 9 Siegrunden für knackigere Partien als die bisher üblichen 16. Halo Insider dürfen dieses und kommendes Wochenende den Multiplayer-Modus von Halo Infinite ausprobieren, inklusive der Modi Big Team Battle, Social Arena, Bot Arena mit Objectives, den Trainingsmodus sowie Waffendrills. Wichtig, wie gesagt, nur wenn ihr euch schon bis zum 13.09. beim Insider-Programm angemeldet hattet, könnt ihr mitmachen. Aber vielleicht habt ihr das ja schon gemacht und es nur vergessen. Tada, Tasse weggezaubert und die Sendung auch schon fast zu Ende. Ich werde dieses Wochenende wahrscheinlich zwei Sachen versuchen zu spielen. Zum einen endlich mal Deathloop weiterzocken und die neue Season 4 von Sea of Thieves. Da freue ich mich schon eine ganze Weile drauf. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr am Wochenende spielen wollt und schaut natürlich auch gerne in unsere anderen Videos rein, die wir hier irgendwo cool angeordnet haben. Auf Zauberart und Weise abonniert gerne den Kanal. Ansonsten gibt's montags wieder die News mit mir. Bis dahin. Weiterspielen.